Ah ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, hier ist das große Meer und wir treffen dann auf Zombie. Naja, egal. Und treffen dann auf die, nicht Wüste, auf den Sumpf bei uns. Was ist denn da oben? Da ist auch schwarz. Ist da auch Öl? Wird Öl jetzt gar nicht mehr nur in Wüsten gespawnt? Schaut mal. Hier ist Öl. Richtig viel. Oder nee. Es schaut nur so aus, weil ich glaube, hier ist ein genau ein Ölblock und der verläuft halt hier komplett rum. So, machen wir hier halt Ding, ein Lichtlein. Ich wollte ein Lichtlein. So. Auch wenn ich es vermutlich nie wiederfinden werde. Einfach mal ein Lichtlein setzen. So, das sind wieder Schafis. Wollig, flauschig und wollig. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier wieder eine Höhe. Das schaut mal interessant aus. Also, der Map Generator macht schon interessante Dinge. So, ich glaube, doch da drüben brauche ich gar nicht erst schauen, weil da drüben ist alles großes, großes Ozean. Ja, großes Meer. Viel Wasser, viel Ozean und unendliche Weiten, die wir nicht entdecken werden. Nicht so schnell zumindest. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, das war schon wieder Öl. War bloß ein Schattenfehler. Die wir so schnell nicht entdecken werden. So. Dann kommen wir schon wieder zu der Wüste. Ist das unsere Wüste von vorher, oder? Ich fürchte fast. Die ist, naja, okay, die ist einfach so riesig. Da ist eigentlich schwer, nicht auf die zu treffen, wenn man wieder in die Richtung zurück will. So, ich würde sagen, ich renne jetzt einfach mal einen Umweg und einfach hauptsächlich in die Richtung und nicht schräg. Also, Moment, wie weit habe ich es noch? Oh, da war ein Ding, Frameskip. So, dann kann ich noch eine Weile in die Richtung rennen. Weil dann muss ich nämlich nicht durch die Wüste, zumindest nicht so diagonal. Na, ich mache es irgendwie trotzdem, naja. Sofern es nicht unbedingt sein muss, dann habe ich nämlich noch irgendwie eine Chance, so am Rand in ein Biom zu treffen. Hoffe ich jetzt mal. Also ein Dschungelbiom zu treffen. Ein Biom treffe ich immer, weil ich bin ständig in einem. Oh, da ist schon wieder ein Ölsee. Sehr ölig heute. Oder letzte Folge. Oder diese Aufnahme einfach. Machen wir es kurz. Ach, die ist wirklich auch gleich aus. Warum auch immer. Ach nee, das ist bloß ein... Ach, das ist gar kein Öl. Ah, diese Schattenfehler. Mensch, ne, hat noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich noch durch die... Jetzt war ich schon Steppe. Nein, ja, Steppe ist ja fast, oder? Durch die Ebene kann ich dann wieder rennen. So. Wie viele Kühe hier auf der Ebene sind. Kann ich eigentlich Kühe schlagen? Nein, so weit muss ich nicht kommen lassen. Ich habe ja noch ein paar Melonen. Und wenn ich das nächste Mal so eine Reise antrete, dann nehme ich auf jeden Fall ein Stack... Wollte schon Bananen sagen. Wie komme ich jetzt auf Bananen? Brote möchte ich mitnehmen. Eigentlich Bananen wäre es noch. Irgendwie so eine Frucht aus dem Dschungel. Bananen. Das wäre es doch eigentlich. Die gelbe Frucht. Und dann kann man es von den Bäumen pflücken. Eigentlich hat man das mit den... Ja, mit den... Äpfeln. Naja, okay. Warum ruckelt das hier so? Hier wird irgendwas neu generiert. Irgendwas, das viel kostet. Oh, da ist schon wieder ein Öl. Ja. Ölfontäne. Boah, was geht denn jetzt? War auf unter 20 Frames. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Es könnte natürlich sein, dass hier ein Dschungel in der Nähe ist und deswegen so extrem viel generiert wird. Was wollte ich jetzt hier bei dem Teil? Ach nee, ach, ich sehe gerade, was Windows abgedatet hat. Aha, okay, Windows ist schuld. Okay, dann, ja. Dann halt kein Dschungelbiom. Dieses Mal zumindest. Mampf, Mampf, oh. Jetzt wird schon wieder Nacht und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, schon wieder in der Nacht rumzurennen. Obwohl, ich könnte mir jetzt ein Bett machen und... oh! Hundi.
Nein, es wird die Wölfe reißen. Es wird die Wölfe reißen. Die Schafe reißen. Ich habe nur zwei Knochen. Schau mal. Nein! Ah, schade, hat nicht geklappt. Hätte es sein können. Da ist ein Fuchs. Oh, so. Habe ich eigentlich... Habe ich überhaupt Holz dabei? Ja, habe ich. Gut. Ach, das ganze Rumgerenne und hier draußen sein, müsste ich eigentlich das Lab-Pack eigentlich schon ziemlich aufgefüllt haben, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht sieht. Also was, boah, wie viele Schafe! Wie viele Tiere überhaupt? Hier geht ja die Post ab. Ein braunes Schokoschaf. Moment, gib mir mal. Braune Wolle. Braune Wolle. So, mit Fischen hole ich hier keinen aus der Reserve. Zumindest von den Schafen. Oh nein, es wird dunkel. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir es noch haben. Kompass zeigt die Richtung an. Da drüben sind Schafe. Ich weiß nicht, ich brauche jetzt kurz einen Unterschlupf. Moment, gehen wir kurz da runter und graben uns kurz mal in die Höhle, in die Erde da rein. Dum, 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 dum. So, ein Licht. Dann muss ich kurz hinter mir zumachen. Dann brauche ich kurz das hier. Ach verdammt. Also, das hier. Und dann kann ich mir kurz ein Bett machen. Genug Wolle habe ich ja. So, ein kleines Bettchen. Das stellen wir dann dahin. Und dann machen wir mal gute Nacht. Ich habe ja noch meinen Kompass, sprich ich finde auf jeden Fall wieder nach Hause. So, dann packen wir das Bett ein, dann packen wir dich ein und dich auch. Und kann wieder raus. Sehr schön, Kompass habe ich dabei. Sehr schön, gut. Schon wieder eine Ölfontäne, alter Schwede. Das ist wahnsinnig viel... Huch, ich habe gedacht, hier ist Eis, deswegen war ich etwas verwirrt, dass ich untergegangen bin. Boah, schaut das krass aus. Also es gibt hier schon krasse Bilder mit diesen Ölfontänen. Aber ich vermute, es ist bloß dieser einzige Ölblock hier oben und der Rest entsteht einfach dadurch, dass es runterfließt. Und es ist gar nicht so viel, wie es eigentlich ausschaut. So, immer weiter in die Richtung, wohin der Kompass zeigt, dann... Wahahaha. Werden wir es schon finden. So. Ich muss... Oh nein, ich will aber gar nicht durch die... durchs Wasser warten. Ah, ich will aber nicht schwimmen. Das ist so langweilig und so trostlos, weil wir dümpeln eigentlich nur im Wasser rum. Das will doch keiner. Erstmal was futtern. Erstmal ein Knobbers. So, da drüben ist aber wieder schon ein Fleckchen Erde. Da drüben ist ein Sumpf. Da drüben ist auch Sumpf. Ach, was soll's, dann nach das kleine Stückchen da. Blub, 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 blub. Boah, eigentlich schaut das voll cool aus hier unten. Warum ist eigentlich jetzt wieder das Wasser klar? Ich verstehe es manchmal nicht ganz. Ah. Sehr schön. Also ist doch nicht so viel Wasser dazwischen. Halt, ich bin schon noch richtig. Doch, ja. Gut. Ist das eigentlich jetzt schon... Waren wir bei dem Wald schon? Ist es unser Wald? Oder dauert das noch? Oh. Da ist gefällig Baumschaf. Schaf, Schwein. Ist gerade wieder runtergesprungen. Wollte anscheinend nicht mehr da drauf sein. Und das Huhn hat sich auch auf dem... Baum eingenistet. Vielleicht hat sie ja doch fliegen gelernt. In der Zwischenzeit, während wir nicht da waren. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. An sich war die Reise jetzt eigentlich ziemlich deprimierend. Außer, dass wir jetzt ein PC-Dorf und ein paar Ölquellen entdeckt haben, die wir eigentlich nicht richtig nutzen können. Da sie viel zu weit weg sind. Ach ja, fällt mir gerade ein. Oh. Da fällt mir gerade ein, was ich eigentlich gar nicht gesagt habe. Wir haben die Crossover-Mod eigentlich auch installiert. Sprich, wir brauchen ja eigentlich gar kein Öl. Moment, bin ich auch noch richtig? Doch, ja. Wir brauchen gar kein Öl, um die Maschinen antreiben zu müssen. Es reicht, ja, unsere elektrische Energie.
So, und hier ist wieder ein Haufen Sumpf. Plopp. Jetzt drüben sind Schafe. Und ich muss immer noch da lang. Hä? Ich muss da lang. Oh, ich glaube, ich bin jetzt schon ziemlich in der Nähe von unserem Heimatort. Weil der Kompass jetzt irgendwie stärker ausschlägt, wenn ich zu lange in eine Richtung gehe. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Schaut eher aus dem Creeper-Loch. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier mal nicht Creeper habe hochgehen lassen. So, geh mal her. Plopp. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir die ganzen Leap-Heads mit. Achso, ist über mir. Denken wir doch gerade, warum kann ich nicht auftauchen? So, dann nehmen die alle mit. Die Rosenblätter. Müsste es zu Deutsch heißen, oder? Lilypad. Hä? Okay, warum ist da keine Übersetzung? Seltsam. Ha! Unsere Baumfarm! Wo ist eigentlich unser... Wo war ich eigentlich genau unser Spawn? Ich muss jetzt doch mal schauen. Wo haben wir... Wo sind wir eigentlich genau gespawnt? Hier irgendwo. Ah, okay. Fast direkt vor unserer Hütte. Sehr schön. Ach, Hundi ist erwachsen geworden. Und warum stehst du? Warum steht ihr alle eigentlich? Moment. Erstmal das ganze Giraffel loswerden. Moment. Ah nein, das gehört runter. Erstmal sortieren. Moment. Die Wolle geht auf jeden Fall hierher. Das Fleisch dahin, das auch, das hier, das da, da so. Da ja auch. Die Kürbisse packe ich auch einfach mal da rein. Lilypad auch, das auch, das auch. Das auch. Das eigentlich auch. So, jetzt sieht man schon, es ist natürlich vollkommen überfüllt. Ja, die Samen können eigentlich raus. So, dann packen wir hier einfach mal unser Notfallteil rein. Wie weit seid ihr eigentlich inzwischen? 63 Kohlestaub, 24 Kohlestaub, 24 Kohlestaub. Hier ist jeweils nichts. Hier ist ein Haufen Kupfer drin. Können wir auch gleich reinhauen. Komprimiertes davon, dann so und so. Und so, jetzt da. Während wir hier dann umsortieren, kann ja das weiter craften. Und das Ganze... Moment. Erstmal, das bleibt da. Das kommt dahin. So, so. So, jetzt. Ach verdammt. So und so. Jetzt haben wir's. So, dann die ganzen Kohleklumpen gehören da rein. Kann es das machen? Dann brauche ich aber mehr Obsidian. Dum dum. So, und ich werde jetzt den Rest hier los. Da wäre jetzt einmal das hier. Wenn das behalte ich, den Kompass, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt daheim. Die Fische packe ich jetzt auch weg, genauso wie die Angel. Das habe ich eigentlich auch nicht gemacht, geangelt. Und das Feld ist eigentlich komplett fertig inzwischen. Und ich habe kaum noch Weizen. Moment, da muss ich mal kurz hier durchlaufen und das Weizen abernten. Das kann es ja nicht sein. So, dann mache ich mir nämlich jetzt ein bisschen Brote, weil die geben mir eindeutig mehr. So. Hier ebenfalls. Und dann wird nämlich kräftig gefuttert. So. Alles mitnehmen und jetzt einmal auffüllen. Oh, da habe ich eins vergessen. So, eigentlich habe ich... irgendwie voll deprimierend. Ich habe eigentlich nicht wirklich was gemacht. Diese Aufnahme, finde ich. Ich war zwar kurz in der Höhle und habe zwar jetzt versucht, ein Dschungelbiom zu finden, was aber überhaupt nicht geglückt ist. Vielleicht sollte ich das in der Kopie testen. Wo denn ein Dschungelbiom ist, damit ich... Also, wenn ich jetzt nochmal reisen will. Sonst wird das ja ein bisschen peinlich. So, und brauchen wir jetzt ein paar Brote. So. So ein Stack sollte reichen. Die restlichen Weizenteile packe ich wieder da rein und eigentlich... Ach, was soll's, ich kann hier auch gleich
meine Runde einsammeln gehen. Obwohl, ich müsste sogar noch einen Stack im Haus haben. Warum bist du eigentlich nicht gewachsen? So. Und die Hühnchen haben die doch, die haben Eier gelegt. Wäre auch seltsam, wenn nicht. Ich bin ja so lange weg gewesen. So, dann muss ich eigentlich...